Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gemcraft. Weiter geht's. Wir haben hier noch etwas zu tun, und zwar ein Feld K5. Wollen wir noch spielen? Ach, komm mal her. Plus 13% Experience per Trade per Level. Plus 40% First Wave HP. 15% First Wave Armor. Plus 10% HP Rec. Plus 2% Hitpoint Increment per Wave. Das heißt, ich kriege 2% Hitpoints pro Wave dazu nochmal. Genauso wie 25% Armor Level. 30% Monster plus 50% Banishment Mana Cost. Oh, das ist natürlich krass. Na, guck mal, sie bieten das Feld. Field on Glaring Difficulty will give a one-time reward of plus 3 Skill Points. Okay, also wirklich tatsächlich bei jedem. Nice. So, auf Looming bitte, danke. Und dann schauen wir uns doch diese Map mal an. Also sieht schön, die sieht wirklich schön aus. Die gefällt mir. So, wir haben 5, 6 Eingänge. Problem ist echt, dass es symmetrisch ist. Das heißt, wir können nicht so bauen, dass eine Seite benachteiligt ist. Das ist nicht positiv für uns. Das ist egal, was wir tun, das wird nicht positiv sein für uns. Wir müssen uns also einfach auf eine Seite fokussieren. Deswegen fange ich einfach mal an zu bauen. Mache das so, dass sie zumindest hier lang laufen müssen. Würde einfach mal jeden Weg versperren, dem anderes zulässt. So und so. Und ich möchte bitte auch, dass die hier da lang laufen. So, haben wir einmal hier und einmal hier den Weg. Und dann werden die da hinten lang laufen. Und dann versuchen sie es zumindest dort. Das heißt, der Weg, wo sie zuerst alle sich treffen, ist hier. Bringt mir da eine Poison-Dings irgendwas. Die Türme sind total nervig dort an der Stelle. Aber gut. Ich würde Poison tatsächlich erstmal an diese Stellen setzen wollen. Hätte auch noch mit einem so, dann sind sie zumindest einmal reduced und einmal gepoisoned. Dann kommen sie da lang. Dann würde ich gerne hier. Und Critical Hit und Chain Hit Gem auf jeden Fall kombinieren. Könnte ich auch nochmal Mana Leech und den da reinpacken. Zack, dann werden die noch kombiniert. Zack, zack, zack. Und dann packen wir da einfach nochmal ein Gift hin. Kommt jetzt schon ein Schatten, ja? Es ist hoffentlich ein freundlicher Schatten. So, gehen wir hier auf die Stretch. Shot with gems and toast to pierce through shell. Das ist kein freundlicher, das ist ein Arschloch, ist das. Okay, ist egal. Perfekt. Easy, sag ich doch. Das war ein Arsch. So, wir werden hier hinten auf jeden Fall die Dinger verbessern müssen. Jo. Können hier mal das auch mal reinballern. Wir müssen erst die Thickness kaputt machen. Okay, alles klar. Wir werden hier mal kurz eins reinsetzen. Können hier schon wieder, kommt da einer. Wir müssen tatsächlich erstmal einmal das Ding kaputt machen. Boah, kommt ein Weißer, war klar. Wäre echt assi, wenn jetzt noch ein Dings gekommen wäre. Ach, danke.
Oh, ist noch einer. Nice Sachen. Verdammt viele Shadow Cores. Holy shit. So. Das würde ich tatsächlich gerne mal ein paar Stufen aufstufen. Und die hier auch mal ein bisschen. Komm, let's go. Weil ich schließlich mal das Mana haben. 68.000 Mana, aber es klingt eher so, als ob dann tatsächlich irgendwie... ...noch was Schlimmeres käme, oder? Wenn ich jetzt so viel Mana bekomme... Naja, da kommt mir schon wieder ein... Ich denke, da wird wieder ein Schwarzer kommen, oder? 51 Waves, aber es ist zu spät. Es lohnt sich gar nicht für das Spiel, dass da einer kommen sollte. Aber einer kommt noch. Oder? Oder auch nicht? So, der schießt drauf ohne Ende. 18.944 Mana brauchen wir dafür. Und einmal weggeratzt. Kann natürlich hier nochmal, zack, noch einen dazu packen. Das war's schon. Lohnt sich jetzt nicht mehr, dann noch einen davon hinzupacken. Kam ziemlich weit tatsächlich. Hier haben wir noch eine Kiste, die wir mit Bolts hätten öffnen können. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. 84 Shadow Cores und K6 Token bekommen. Ja, hier hätte ich auch keinen Endurance Mode weitermachen können. Das hätte nicht viel gebracht. Klar, wir können immer einen Endurance Mode machen. Es geht immer. Aber ich hatte noch keine Lust gehabt. Sehr schön, 21. Ich hätte gedacht, mit 20 wären die alle gekappt, aber scheinbar gibt es hier wahnsinnig viele Skill Points, die man hier nutzen kann. True Colors. Plus 20% Damage und Special Multiplier to Dual, Triple and Quad Gems. So, haben wir hier nochmal 30%. Was haben wir noch? Freeze Spell Range sogar noch ein bisschen dazu. Perfekt. Gem Combination Cost ein bisschen reduzieren. Ein bisschen mehr. Okay, das reicht schon. Jetzt haben wir zu wenig Initial Mana. Tomb Champ. Wieder mal eine Kammer, die wir öffnen können. Ah, wir haben eins, zwei. Ich denke, die werden von allen Seiten hier kommen. Wir müssen Frozen. Ich hasse Frozen. Gott, wie ich das hasse. So, das wird geschlossen. Das wird geschlossen. Das wird geschlossen. Das haben wir alles zugemacht. Wir müssen einmal außen rumlaufen. Das wird geclosed. Das wird geclosed. Mhm, einmal hier rüber, ne, dass wir alle hier lang müssen. Und dann, ja, ist natürlich doof, dass wir den Turm mal so weit weg haben. Ja, das ist immer bewusst zwischen Bäume platziert, damit ich meine Türme niemals dahin platzieren kann. Super nervig. Oh, mein Litchi, würde ich sagen. Let's go. Ohne Gift sieht das, glaube ich, ziemlich schlecht aus. Boah, ich will nicht alles neu bauen, du Fotzenge... Warum weiche ich eigentlich davon ab? Das ist eh nur eine Möglichkeit, die du immer machen kannst. Es ist immer das Gleiche, was du bauen musst. Du musst immer Gift bauen. Es gibt nichts anderes. Es gibt nur Gift. Es gibt nichts anderes. Es gibt nur Gift. Das einzig Gute, was es gibt, ist Gift. Es gibt nichts anderes. Das einzig Gute, was man nutzen kann, ist Gift. Nichts anderes. Es gibt nur Gift. Fertig aus.
Warum sollte man etwas anderes nutzen? Es gibt nur Gift. Ja. Gibt einfach nur Gift. Warum sollte man was anderes nutzen? Es gibt nur Gift. Fertig, aus. So, hier machen wir bitte eine Range runter. Hier muss ich diese... Oh, ich hasse das wirklich. Boah, das ist so dumm einfach nur. Boah, ich hasse dieses mit dem Einfrieren. Das ist so eine dumme Mechanik, ey. Ohne Scheiß. So ein dämliches Kackgame, was das angeht. Sterben tue ich noch nicht, okay. Schon mal gut. So, 29 darf ich noch töten davon. Nochmal da. Genau, den da töten. Ich glaube, ich habe zu viel Giftschaden gemacht, ne? Die Viecher kommen nicht mehr durch. Also, okay, wir haben noch 30 Waves. Ah, 7 ist zu viel. Ups. Wir können jetzt vielleicht mal auf Slow runtergehen. Das ist jetzt hier einfach gehen. Wir gehen einfach mal slowen. So, machen wir hier noch einen hin. Ups. Alle einmal weg damit. Machen aber, haben aber sehr viel Leben. Weil ich jetzt keinen Armor Shred mehr habe, ne? Gib mal her, das Ding hier. Wow, wieder ganz viel. Ganz viele kleine Saplings. Oh, kommt wieder ein Schatten. Was denn für ein Schatten? Ein weißer. Perfekt. So, wieder ganz viele kleine Schwarmlinge. 16 müssen wir noch killen. Kommt noch mal einer. Mhm. Können wir die Trap hier hinsetzen dafür? Mit dem Gift, ja, aber passt ganz gut. So, zack. 3 brauchen wir noch. Und nochmal einmal von vorne. Zack. Das Turm ist geöffnet. Ah, kam euch keinen Schaden, wenn ich ja auf 50.000 XP sitzen bleibe. Sehr schön. Haben wir denn noch was auf der Map, was geöffnet werden möchte? Nö. Puh. Starke Gegner. Erledigt. Ein Slow. Aber die sind halt schon super wichtig, diese Bücher, ne? Langer Slow-Effekt. So, hier haben wir sonst nichts mehr.
Wir hatten nur V1 gehabt, ne? War das nicht hier V1? 99 Wellen. Aber mein Critical Hit. Und Poison. Mal reinschnuppern. Schauen wir noch mal rein, ob wir das schaffen. 99 Wellen? Ist viel. Aber die Map kennen wir tatsächlich. Wir machen dort exakt das gleiche. Wie wir sonst auch gemacht haben. Ist schon zu, ne? Na, ist noch nicht zu gewesen. Ich glaube, das war zu. Ich glaube, muss ich nicht bauen. Ja. Wir haben super viel Initial-Mana. Wir haben 17.000 Mana gehabt. Warum hatten wir so viel? Den kriege ich jetzt aber nicht damit kombiniert, oder? Oder ich muss ihn upgraden. Ah doch, kriege ich hin, alles klar. Yellow, Green, Blue. So. Wir auch einen Tower hinsetzen. Achso, weil er natürlich immer einmal höher gestuft wird, verstehe. Na, probieren wir mal. Ob das uns etwas bringt. Da können wir auch nochmal eine Trap hinpacken. Packen wir auch nochmal eine Trap hin. Wobei, nö. Aber der ist doch schwächer, oder nicht? Da steht nur plus 12 Poison Damage. Hier sind es 280. Die sind doch schwächer, wenn sie modifiziert, wenn sie gemischt sind, oder nicht? Bin ich doch der Meinung. Raff ich nicht ganz. Oder war hier mal ein bisschen mehr hier schneller. Meine Killstreak ist abgebrochen. Wir sind schon bei Wave 26. Aber die Starken kommen halt noch, ne? Theoretisch, ja. Hätte ich hier vermutlich doch auf normalen Crit lassen sollen. Oh ne, probieren wir jetzt mal. Let's go. Was soll schon passieren? Außer dass wir verlieren. Haben wir noch Skills? Was ist das hier eigentlich? Lockdown. Disable and awakens all active beacons. Ah, okay. Njum. Das hat nicht viel, ne? 39 Poison Damage. Ist hier mit 916 schon deutlich besser dabei. Shadow Cost kriegen wir noch ein paar. ...23.000 davon brauchen wir. Ganz gut aus bisher. Aber wir haben keinen Armor Shroud, ne? Das ist natürlich schlecht. Wir müssen natürlich Armor wegmachen, außer wir packen hier nochmal ein Gift hin.
Das ist aber jemand schnell. Ah, da kriegen wir langsam Probleme, ne? Die kriege ich langsam nicht mehr down. Und die klauen mir mein Mana. Ich habe halt kein Armor Shredding. Vermutlich hätten wir die Critical Dinger selber, also nur die Critical Dinger nutzen dürfen. Ohne Mix. Ohne Mischmasch. Also wird das jetzt irgendwie nix mehr. Wir hätten hier natürlich noch... Oh, 15.000 Mana hätten wir hinten noch. Oh, da gibt mir Mana flöten. Banish a monster at least 5 times. Okay. Ja. Das hat nicht viel gebracht. 17 Shadow Cores immerhin. Ja, das kriegen wir nicht hin. Gut, auf zum nächsten. Auf der linken Seite haben wir auch alles erledigt. Fangen wir hier an. J1. Auf Looming. Gem Enchantment Shrine. In Range and ignores Armor. Returns into a gem, increase gem max damage after all hit enemies. Also den Gem kriege ich wieder, ja. Wir haben 1, 2, 3 Eingänge. Ne, 2 Eingänge. Wir werden den. Wir werden sie hier reinlotsen und dann werden wir sie einmal hier rumführen. So, dann werden die da langlaufen müssen. Das schließen wir. So. Das heißt, wir packen hier eine Giftfalle hin. Mit... Ja, das finde ich nicht verkehrt. Wobei, ne, erstmal Gift an sich. Erstmal Gift alleine. Ne, das ist, ich weiß nicht, ich finde dieses... Ich glaube, ich fand das, ist, ich find das irritierend. Wir werden die nach und nach hier einfach alle reinsetzen. So. Dann kommt ein Türmchen hier hin. Mit Mana Leech. Mehr haben wir gar nicht. Interessant. Ne, die müssen einmal hier rumlaufen und dann nochmal da lang. Upgrade, 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 upgrade. Brauchen mehr Türmchen. Ein bisschen Poison verbessern, ein bisschen Suppress Healing, ein bisschen Armor leveln, wegschreddern. Ah, kommt schon wieder ein Schatten. Ist bestimmt ein guter. Drecksvieh. Perfekto. So, wir müssen Poison verbessern. Und 9000 Mana. Wir warten erstmal kurz auf die nächste Mana-Pool-Stufe. So, haben wir schon. Suppress Healing, glaube ich, brauche ich tatsächlich nicht mehr verbessern, aber das müssen wir noch weiter verbessern. Ich glaube, die haben noch alle viel zu viel Armor.
Finde ich nicht schön. Wir brauchen mehr Türme, oder? Würde ich mal behaupten. Das war's tatsächlich auch schon. Plus 4 Gem Max Damage. Wir kriegen den halt wieder. Wollt ihr das nochmal machen? Zack. Und haben einfach mal 20.000 Schaden. Ist jetzt nicht viel gewesen scheinbar. 20.000 Schaden. Normaler Schaden wäre auch noch da gewesen. Die haben keine Armor mehr. Trotzdem haben die haben verdammt viel Leben. 60.000. Ding, ding. Wieder zwei Field Tokens bekommen. Ich komme nicht hinterher, die ganzen Felder zu klären. Hier gibt es aber viel zu viele. So viele Felder. Das ganze Alphabet durch. Wahnsinn. Voilà. Seit einiger Zeit keine neuen Achievements mehr. Enrage a Wave. Was ist Enrage a Wave? Okay. Ja, das können wir auch machen. Spin a Kompass. Kompass. Lass uns die nochmal machen, die Mission. Waren das? Da. Machen wir auf Glaring gleich. Können wir gleich mal was Neues, noch Sinnvolles dazu packen. Oder lass uns mal den Kompass spinnen. Vielleicht müssen wir ihn oft genug drücken. Kann auch sein. Na, bringt nicht viel. So. Hier muss man nichts machen, oder? Gut, schneller wie ich war. So eine einfache Mission. Bam, 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 bam. Shrine of Venom. Sollten wir auch auf das nutzen alles, ne? Das ist schon wichtig. Was haben wir da? Shrine of Infection. Bam! 50.000 Venom Damage. Let's go. Einfach zum nächsten. Okay, hat jetzt nicht viel gemacht. Müssen wir unsere Türme mal wieder aufstufen, damit die Gegner hier nicht so einfach durchkommen. Bei 45 Wellen. So. Mehr Gegner. Bam! Naja. Oh, wieder ein Schatten. Boah, das hat nicht viel gemacht. Activate Shrine Stone 4 times. Okay. Easy peasy. Aber müssen wir wieder upgraden?
zu wenig Schaden. Was haben wir hier? Prism Cascade. Bam, bam! Oh, hat nicht viel gemacht. Bam! Wir mussten eigentlich noch einen Gem hier drauf ballern. 10,5%. Ah, mehr Achievements, um Skillpoints zu bekommen. Wichtig. Wir kriegen nochmal 88.000 EXP dazu. Spin a Compass, 4.000 Venom Damage with a single Venom Strike, 50.000 insgesamt mit einem einzigen Venom Shine Strike. 4 Shrines insgesamt, minus 8% Decreased Banishment Cost with your Orb. Mhm. Ja, hat doch was einiges an Dings gebracht, oder? An Achievements. Und so kann man sich hier langhangeln. Add 100 Max Damage to a Gem with a Single Enchantment Shrine Strike. Okay, krass. 100 Max Damage dazu. Das wird ein bisschen dauern. Banish a Monster hat man doch schon. Habe ich doch gerade bekommen, oder nicht? Habe ich doch gerade bekommen, dieses Achievement. Banish a Monster at least 5 times. Weiß ich ganz genau, habe ich gerade bekommen. Activate the same Shrine. Okay, wir haben verdammt viel schon doppelt irgendwie und dreifach gefüllt. Naja. Gut, erstmal kleine Pause wieder. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Gemcraft. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.